Moin Leute, jetzt bin ich bei Warenholz und hier stehen zwei Anlagen. Zweimal Repower MM92, da gehe ich jetzt mal hin. Ja, die Sonne ist gerade untergegangen oder geht gerade unter. Immer noch sehr windig, komme gerade von der Tackel TW600A. Video habt ihr bestimmt schon gesehen. Ja, ich filme immer noch mit dem anderen Handy. Wen es interessiert, ich habe hier ein iPhone XR. Das verwende ich hier fürs Filmen für eine kurze Zeit. Ja, ist halt bessere Qualität, flüssiger. Aber ich werde es auch nicht lange benutzen. Ich werde es wahrscheinlich noch bei der Paderborn-Tour benutzen, aber dann auch nicht mehr. Ich habe ja das iPhone 6S. Auch nicht die beste Kamera, aber vielleicht im November kriege ich das iPhone XR. Weiß ich nicht. Alles hier ein bisschen zugewachsen. Hoffentlich kriege ich keine Zecke. Ich habe auch kein Objektiv mit oder so. Also wundert euch nicht, wenn auf Insta keine Objektivbilder kommen. Ich habe auch kein Stativ mit. Deswegen, das war alles sehr, sehr spontan. So, ich bin jetzt gleich unter der Anlage. Die ist von 2014, glaube ich. Ich schreibe es euch nochmal rein. Und angeblich hat die 80 Meter Nabenhöhe. Das glaube ich nicht. Aber ich stampfe jetzt hier durch die Pampa, durchs hohe Gras. Und dann sage ich euch jetzt mal, steht ihr dran? Ja, steht dran. Oh, hier geht's steil hoch. Eieiei. Ich glaube, die hat wirklich 80 Meter. So, was steht? Hab halt 80 Meter, Diameter 92,5, Hamburg. Und der Sonnenuntergang, stabil. Da noch die andere Anlage mit dem Mond. Richtig krass. Alter, jetzt ist das Gras richtig hoch. Und jetzt bin ich hier unten. Die Anlage ist schön warm. Ja, ganz nice. So, haben wir einen schönen Ausblick. Da hinten ist Windpark Langwedel, glaube ich, mit ganz vielen Vestas. Und der Sonnenuntergang. Und die Anlage nimmt nochmal zu. Alter, das hört man im Turm. Alter, die nimmt richtig Fahrt auf. Das hört man. Ja, hier stehen zwei von denen im Windpark. Hier gibt es auch noch eine kleine Geschichte über den Windpark. Und zwar stand hier vor ein paar Monaten noch eine E40. Ja, die wurde aber abgebaut. Wo ich das letzte Mal hier lang gefahren bin, habe ich auch gesehen, dass die noch hier stand, dass ich da noch einen Turm gesehen habe, Turmansatz. Ja, die stand ungefähr hinter der, ein paar Meter hinterher. Ich glaube, die ist von 1997 und hat, glaube ich, eine Nabenhöhe von 60 Meter muss es gewesen sein. Ja, schade, die ist weg. Ja, sehr, sehr windig. Wir haben es jetzt 21.14 Uhr, ist es schon. Weil ich war in Gifhorn und deswegen hat sich das angeboten, hier nochmal schnell hinzugehen und nochmal eine kleine Tour zu machen. Aber es soll es auch gewesen sein. Jo. Die nimmt jetzt richtig Fahrt auf. Vielleicht schaltet die auch gleich ab. Die dreht sich wesentlich nicht so schnell. 80 Meter Nabenhöhe, fühlt sich nicht so an. Sieht eigentlich fast so aus wie 100. Alter, die hat richtig Volllast. Oh, und man hört die Anlage im Boden brummen. Das hatte ich auch noch nicht. Das spüre ich in den Füßen. Alter, die scheppert richtig durch. Ich guck noch mal.
und man vielleicht noch was von der E40 sieht, aber ich glaube nicht. Ich glaube, da ist alles weg. Ey, wenn ich hier hingehe, ne? Ich bin jetzt von der Anlage ein bisschen weg. Und hier so lang gehe, höre ich den Flügel genau über meinen Kopf. Krasse Anlage. Also 80 Meter hätte ich nicht gedacht. Ich hatte das gelesen auf meiner Website, wo ich immer das lese aus der Region. Ja, da stand 80 Meter, habe ich gedacht, ach, das sind niemals 80 Meter. Aber sind es doch beide 80 Meter. Und die halt übelst voll Last. Steht's auch oben dran, MM92. Jetzt sind sie wieder Fahrt ab. Krasses Teil, wirklich. Ich guck noch mal am Weg, ob ich da vielleicht noch was von der E40 sehe, aber glaube nicht. Gutes Bild mit dem Mond und mit dem Windrad. Sehr geil. Ja, geil. Die Flügel biegen sich zurück. Ja, er hat eben gebremst, man hat es gehört. Aber auch nicht komplett. Keine Vollbremsung. Die hat leicht gebremst. Das ist eine krasse Anlage, Mann. Hatte ich auch noch nicht so gesehen, aber die ist richtig krass. Ja. Das soll es gewesen sein, lasst gerne ein Like da, gerne ein Abo da lassen. Ich gehe jetzt nochmal rüber, guck mal nochmal vom Weg aus, ob man da vielleicht noch was sehen kann. Ich schneide es rein, wenn. Ja, Like da lassen, Abo da lassen, Glocke aktivieren. Wir sehen uns im nächsten Windpark, wir machen dann fette Touren. Ja, ciao.